Hallo ihr Lieben, wir haben Samstag, mittlerweile schon 20 vor 6. Ja, heute, Moment, ich habe euch, glaube ich, doch, ich habe mich heute Morgen kurz gemeldet, genau, nachdem ich die Jungs nämlich gebadet hatte. Meine Mama ist mittlerweile, ja, schon längst da. Wir sind das Auto abholen gegangen. Es war eine Reise, das ist echt, also ich hasse einfach die öffentlichen Verkehrsmittel. Ich komme darauf einfach nicht klar. Überhaupt nicht, aus verschiedensten Gründen. Wir haben wirklich, ich glaube, 1,5 Stunden oder sowas gebraucht, dorthin zu kommen. Und waren in 25 Minuten mit dem Auto halt zurück wieder zu Hause. Ja, also Autos wieder ganz. Am Montag geht es direkt zum TÜV. Also da endlich mal ein Haken dran nach so vielen Monaten hin und her und überhaupt. Es war ja echt eine Action gewesen jetzt die ganze Zeit mit den Versicherungen und so weiter. Joa, also mein Mann und ich waren die letzten 3 Stunden eigentlich die ganze Zeit nur unterwegs gewesen und im Prinzip wegen nichts. Also nur das Auto abgeholt und das war's. Mehr haben wir wirklich nicht gemacht. Ja, die Jungs sind bei meiner Mama und bei meiner Schwester geblieben. Der Wolfgang war zwischenzeitlich da gewesen. Wow, was ist das denn für ein geiler Sonnenuntergang? Es ist richtig, richtig schön. In Frankfurt war es total so windig und kalt und grau. Und hier ist schon den ganzen Tag so blauer Himmel, Sonnenschein. Auch wenn es ein bisschen bewölkt ist, aber mega, mega schön. Schaut mal. Der Wolfgang war da gewesen, hat meine Schwester geholfen, nämlich mit einem Schrank, den sie im Bad aufhängen wollte oder jetzt gemacht hat. Und wir haben unseren Fernseher im Schlafzimmer. Der ist jetzt an der Wand. Genau, ja, meine Mama und meine Schwester, die sind gerade ein bisschen was am Kochen, Backen und so weiter. Und die Jungs sind gerade bei meinem Mann und ich bin jetzt gerade auf dem Weg ins Fitnessstudio. Ich möchte einfach eine schnelle Runde machen, ein bisschen Rückentraining. Das ist mir das Wichtigste. Ich mache vielleicht noch ein paar Bauchübungen und gehe noch mal 10 Minuten in dieses Massageding rein. Und auf dem Rückweg gehe ich ganz kurz zum DM. Da brauche ich nur 2, 3 kleine Kleinigkeiten. Ich bin auch nicht mit dem Auto unterwegs, deswegen werde ich auch nicht großartig mehr einkaufen, weil sonst muss ich es schleppen und da habe ich keinen Bock drauf. Ja, und dann geht's ab nach Hause. Dann wird wahrscheinlich auch so das Essen, was sie jetzt gerade machen, fertig sein. Ich möchte später endlich mal einen Kuchen backen. Ich wollte es schon gestern und vorgestern machen. Ich komme irgendwie nicht dazu. Ich würde jetzt dann gerne, wenn ich nach Hause komme, dann den Kuchen machen. Das geht ja ganz, ganz schnell. Und das war eigentlich unser Samstag. Mehr war nicht oder mehr passiert auch nicht. Oh Mann, richtig nervig und ärgerlich. Ich habe meine Kopfhörer vergessen. Und ich hasse es, ohne Kopfhörer zu trainieren, weil dann einfach die einzelnen Einheiten total lange dauern. Ich war gerade, habe mich aufgewärmt auf dem Crosstrainer. Ich wärme mich immer so 10 Minuten ungefähr auf. Und es hat sich angefühlt wie 20 Minuten oder so. Ja, das geht mit Kopfhörern einfach viel, viel leichter, wenn man Musik hört oder sich YouTube-Videos oder sowas einfach anschaut, dann geht die Zeit viel schneller rum. Auch richtig ärgerlich. Ich bin jetzt auf jeden Fall gerade hier bei diesem Gerät. Da trainiert man nämlich den Rücken, den hinteren oder beziehungsweise, ja, also nicht die obere Partie, aber der komplette, schaut mal, das, was gelb ist, ist das, was betroffen ist. Also die komplette Rückenpartie und auch die Oberarme. Ja, und das ist ja bei mir ein aktuelles Muss. Deswegen werde ich das machen, ein bisschen Bauchtraining und dann noch zur Massage und dann auf jeden Fall auch noch ein bisschen Ausdauer machen, ja, dass ich so ungefähr 1 Stunde hier bin. Das langt dann auch. Ich versuche morgen auf jeden Fall wieder herzukommen. Oh, auf dieses Baby freue ich mich schon die ganze Zeit. Ist gerade schon angegangen, deswegen ich springe mal schnell drauf. Man hört es gleich auch ein bisschen. Das ist, oh mein Gott. Den ganzen Tag gefreut, massiert zu werden. So, dann melde ich mich mal wieder. Wir haben mittlerweile 8:30. Ich war gerade die ganze Zeit bei meiner Schwester drüben. Die haben
Pitta gemacht. Das ist so Blätterteig und in diesem Fall jetzt mit Kartoffel gefüllt. Genau, wir haben ein bisschen noch drüben gequatscht. Der Samu ist schon am Schlafen. Ich war mit dem Babyphone einfach drüben. Der Lias, oder den Lias habe ich jetzt gerade hingelegt. Was heißt jetzt gerade, vor einer halben Stunde ungefähr. Der hat sich auch direkt hinlegen lassen. Und ich habe meinen Kuchen gerade rausgeholt und habe mal die Hälfte aufgeschnitten und gerade zu meiner Schwester und zu meiner Mama rübergebracht, weil der jetzt eben noch schön warm ist. Mein Mann müsste jetzt auch bald kommen. Der ist Shisha rauchen. Und mir ist gerade aufgefallen, ich habe euch noch die Sachen nicht gezeigt, die ich beim DM geholt habe. Genau, ein paar Sachen habe ich mitgenommen. Ich muss jetzt nur mal schauen, wo ich euch hinstellen kann. Moment. So, Dalle. Übrigens, der Luftballon, der ist immer noch von Lias seinem Geburtstag vom 12.01. Krass, oder? Der ist einfach voll am Überleben. Ich habe nicht viel eingekauft, wirklich nur ein paar Sachen. Ich wollte vor allen Dingen auch nach dem Hygienespüler schauen. Der ist leider immer noch ausverkauft, aber mittlerweile gibt es wieder alles Mögliche im DM. Ob es Pampers sind, ob es diese ganzen Hygienesachen sind, also mittlerweile ist wieder gut aufgestockt. Außer diese Handwaschseifen, da ist noch immer ein bisschen kritisch, aber ansonsten, ja, ich mache jetzt meinen ganz, ganz schnell kurzen DM-Haul. Ich habe einmal hier von Denk mit für die Spülmaschine so Spülmaschinen-Deo geholt. Ich hatte das jetzt letztens von irgendeiner anderen, teureren Marke, aber irgendwie, finde ich, merkt man nicht wirklich was davon. Bei den ersten ein, zwei Wäschen ja, aber danach nicht mehr, deswegen probiere ich jetzt mal Denk mit aus, weil wir damit ja eigentlich sehr zufrieden sind. Und frische Wirbel hört sich auch gut an. Ich mag das nicht, wenn alles dann immer nach Zitronen und sowas duftet. Dann habe ich zweimal, das gab es tatsächlich wieder von Sacrotan, dieses No-Touch. Hat jetzt überhaupt nichts mit der aktuellen Situation zu tun. Ihr kennt es ja von mir, ich habe es euch schon so oft gezeigt. Wir haben das ja mittlerweile schon seit, ja, so anderthalb, zwei Jahren vielleicht, bei uns in der Küche immer stehen. Genau, da haben wir diesen No-Touch-Sacrotan-Spender, wo man eben nicht anfassen muss. Fand ich in der Küche schon immer sehr, sehr gut und hygienisch. Und ich habe hier zwei komplett neue Sorten entdeckt. Einmal hier Lotusblüte, Kamillenöl, Hydra Care. Genau, ich habe die letzte Zeit immer irgendwas mit Aloe Vera und sowas genommen oder diese rote Flüssigkeit, die nach Beeren duftet. Und das hier ist auch irgendwas Neues. Sanft zur Haut, stark gegen Bakterien, No-Touch, Nachfüllseifspender, steht das hier auch? Ach, steht auch alles, okay. Der Duft ist Mandelblüten und Nanuka-Honigduft. Kenne ich nicht. Also auf jeden Fall Honig- und Mandelblütenduft. Genau, die beiden sind mal mitgekommen, weil ich glaube, wir haben tatsächlich aktuell nur eins auf Reserve, wenn ich mich nicht täusche. Dann, ihr Lieben, eine ganz große Liebe. Ich habe euch das hier in dem letzten DM-Haul gezeigt, dass ich das mal einfach bestellt habe. Das ist diese so ein Stecker, den man in die Steckdose macht. Und hier ist dann so eine Flüssigkeit, Öl, und es zersträubt sich dann ganz langsam. 100 Tage soll das halten im Raum. Das ist der genialste Duft ever. Den habe ich hier jetzt in der Küche an der Wand praktisch, dass es hier unten danach duftet und es riecht einfach sensationell gut. Und ich wollte unbedingt noch eins kaufen fürs Badezimmer oben, weil bei uns ist Badezimmer eigentlich immer offen, alleine wegen Miami. Genau, und ich wollte es unbedingt ins Badezimmer machen, weil dann kann es in die anderen Räume eben auch reinziehen. Richtig genial. Meine Schwester fand es auch richtig gut, deswegen sollte ich ihr auch eine Packung mitbringen. Und weil ich diesen Duft so gut finde und ich weiß, ich werde den auf jeden Fall dann wieder nehmen, habe ich den Nachfüllpack geholt. Die gibt es auch einzeln zu holen, aber das war die einzige Duftrichtung, die es auch doppelt im Doppelpack gab, und zwar Life Secrets. Ich weiß gar nicht, ob das dann so heißt, keine Ahnung. Sommervergnügen. Ich glaube, Sommervergnügen ist die Duftrichtung. Weiße Blüten, Melone und Vanille. Ja, ich habe es euch ja in dem großen DM-Haul schon gezeigt. Also Leute, ernsthaft, das ist einfach der genialste Duft ever. So, so gut. Ich glaube, das hier hat jetzt 7 Euro oder sowas gekostet und das hier kostet 5 Euro. Genau. Dann habe ich Backpapier genommen. Das ist nämlich jetzt so gut wie leer bei uns. Dann habe ich das hier mitgenommen von Denk mit. So ein Küchenhygienereiniger heißt das. Kraftvolle Reinigung für hygienische Sauberkeit, entfernt Fett, Schmutz und schlechte Gerüche. Genau, ich dachte einfach so für, wenn es mal schnell gehen muss, wenn ich einfach nur so schnell die Oberflächen einsprühe und dann drüber wische, einfach wirklich für, wenn es schnell gehen muss und nicht jetzt totale Gründlichkeit.
Hier steht, dass das auch geeignet ist für die Kühlschränke. Ja, hört sich eigentlich ganz gut an. Vielleicht auch, da steht ja, das ist ja auch so ein Hygienereiniger. Hygienepower bis zu 99,9% der Bakterien werden abgetötet. Vielleicht, wenn ich die Küche auch geputzt habe, dass ich das dann nochmal so oberflächlich einfach drauf sprühe und nochmal abwische. Mal gucken, wie ich es finde. Dann, weswegen ich auch in den DM gegangen bin, ich habe das Gefühl, unsere Waschmaschine, seit ungefähr 2 Wäschen, dass die Kammer oben so ein bisschen, also ich würde nicht sagen stinkt, aber die riecht einfach nicht mehr so angenehm, keine Ahnung. Und ich habe da einfach jetzt mal geschaut, was es da so gibt, was man machen kann, weil ich wollte die halt einfach mal durchkochen lassen, 60 oder 90 Grad, einfach komplett mit keiner Wäsche, einfach nur durchkochen lassen, aber ich will auch irgendwas reinmachen, dass es so ein bisschen reinigt. Da habe ich mich für das hier entschieden, von Dr. Beckmann. Waschmaschinen-Hygienereiniger entfernt unangenehme Gerüche, entfernt 99,9% aller Bakterien und Pilze, reinigt hygienisch von innen, saubere Maschine für frische Wäsche. Und hier ist auch Aktivkohle mit drin. Also man soll auch dieses ganze Teil hier, steht drauf, mit in die Waschmaschine geben, in die Wäschetrommel und bei mindestens 60 Grad waschen. Ja. Und danach ist die Maschine direkt wieder einsatzbereit. Genau, das möchte ich unbedingt machen. Das werde ich morgen früh direkt einschalten. Dann habe ich hier nochmal von Frosch ein Spülgel mitgenommen. Das habe ich euch auch im letzten DM-Haul gezeigt. Ich kaufe ja eigentlich nur noch den hier. Ich finde ihn so, so, so gut. Der riecht so lecker nach Himbeere. Und wir haben jetzt gerade keinen mehr auf Reserve. Deswegen, ich habe sowas immer gerne auf Reserve. Hatten wir das letzte Mal nicht. Und wir waren wirklich so, standen da. Da kam Gott sei Dank am nächsten Tag, als es leer gegangen ist. Am nächsten Tag kam dann die DM-Lieferung. Aber ja, auf Vorrat habe ich sowas wirklich gerne da. Und dann habe ich jetzt mal tatsächlich so ein Sakrotan-Spray mitgenommen. Ich war mir nicht sicher, ob ich welche von der Denk mit, also von der Eigenmarke mitnehmen soll oder von, keine Ahnung was, dieses Sakrotan, weil das kostet 5 Euro. Und diese anderen Sprays, die haben nur halb so viel gekostet. Ich weiß nicht, ob jetzt das gleiche drin ist. Aber ich wollte das hier tatsächlich mal für sowas haben, wie es auch hier drauf steht. Also sowas wie, dass man mal kurz das Handy einsprüht, weil wir sind ja immer draußen, fassen irgendwas an und dann sagt man sich, ja, wenn ich nach Hause komme, dann wasche ich mir gründlich die Hände, dann ist alles safe. Ja, aber man hat ja zum Beispiel, dann habe ich meine Hände zu Hause gewaschen und gehe dann zu Hause wieder an mein Handy dran. Und mein Handy hatte ich definitiv auch draußen immer mal in der Hand. Also Handys sind solche Bakterienschleuder, das ist wirklich nicht witzig. Ja, also hier ist so ein Beispiel, zum Beispiel Handys oder Türklinken, Toiletten natürlich, Desinfektionshygienespray, oh Gott, ich kann nicht mehr sprechen. 99,9% aller Bakterien, Pilze, Viren, spezielle Pilze werden abgetötet. Dreifach Schutz vor Keimen. Ja, das möchte ich gerne hier unten einfach im Badezimmer haben, dass wenn man nach Hause kommt oder wenn vielleicht Gäste auch da waren, dass man mal so ein bisschen mit Sakrotan dann ein bisschen einfach auf der Toilette ein bisschen rumsprüht. Genau. Oder vielleicht auch, wenn man nach Hause kommt, mal kurz das Handy ansprüht oder irgendwie so. Weiß ich nicht, mal gucken. Dann habe ich hier solche Muffinformen mitgenommen. Ich wollte nämlich unbedingt mal Muffins machen und ich habe solche Förmchen hier eben nicht mehr. Und dann habe ich noch 3 solcher kleinen Hygienebeutelchen mitgenommen und zwar von Balea, also der Eigenmarke, mit Aloe Vera. Hygienereinigungstücher für hygienische, saubere Hände für unterwegs. Antibakteriell. 99% der Bakterien werden beseitigt. Da geht es mir tatsächlich einfach nur darum, dass wirklich, wenn man unterwegs ist und wenn man jetzt viel am Einkaufen war, viel am Rumkrapschen war oder wie auch immer, dass man einfach mal kurz so ein Tuch nimmt und einfach mal kurz die Hände sauber macht. Und das mache ich tatsächlich regelmäßig, wenn ich unterwegs bin. Ich habe in meiner Handtasche oder wenn die Kids dabei sind, sowieso immer feuchte Tücher mit dabei. Und damit mache ich das gerade, wenn ich irgendwie am Geld rumgefummelt habe oder sowas, weil ich dann wirklich, wenn ich den Lias ins Gesicht gehe oder irgendwas mache, ihn irgendwie abwische oder sowas, das dann, ich möchte auch immer saubere Hände haben. Und das finde ich richtig gut. Ich habe einfach mir so kleine mal extra mitgenommen. Ich habe jetzt nicht diese großen Packungen mitgenommen hier für zu Hause und bla und keine Ahnung was. Ich denke, wenn man einfach ganz normal putzt, reicht sowas schon aus. Deswegen habe ich jetzt diese Hygienepackung nicht mitgenommen. Aber sowas für die Handtasche für unterwegs finde ich cool. Also sowas werde ich einmal in die Wickeltasche machen, einmal in meine Handtasche und einmal so einfach vielleicht ins Auto nochmal reinlegen. Genau, deswegen habe ich mal 3 Stück jetzt mitgenommen. Und die Teile habe ich mitgenommen. Die finde ich total interessant.
Und zwar Listerine to go. Also Listerine kennt man ja, das ist ja so ein Mundwasser einfach. Und zwar sind das solche Kautabletten. Also hier sieht man das, das sind 4 Tabletten. Und hier steht, wenn man die in den Mund reinmacht, würden die sich sofort also so wasserlöslich auflösen, wie wenn man halt eben das sozusagen, ach, da ist er ja. Hallo. Also wie wenn man, wie heißt es, Mundwasser für unterwegs soll das halt praktisch sein. Aber gerade wenn man zum Beispiel verreist oder im Flugzeug ist, dann ist es natürlich praktisch, weil man muss dann halt keine Flüssigkeit mitnehmen. Also richtig gut. Ich habe mir das jetzt mitgenommen wegen meiner Zahnschiene, wenn ich mal unterwegs bin und irgendwie gerade nirgendwo Zähne putzen kann und gerade gegessen habe, dass ich das einmal kurz so nehme, ein bisschen sauberes Mundgefühl habe und dann meine Zahnschiene wieder einsetzen kann. Finde ich richtig gut, werde ich testen und berichten auf jeden Fall. Und das war's gewesen. Also wirklich nicht viel, aber das sind so die Sachen, die ich jetzt heute mal ergattert habe. Jetzt werde ich mir mal ein Stück Kuchen gönnen und würde sagen, ihr Lieben. Okay, du wirst ja auch ein Stück Kuchen gönnen. Das ist auch immer, es dampft auch immer noch, ey. Ich würde sagen, ihr Lieben, wir hören und sehen uns morgen wieder. Also macht's gut. Ciao, ciao. Einen wunderschönen guten Tag, guten Morgen, wann auch immer ihr das Video schaut. Für mich ist es guten Morgen. Wir haben jetzt 10 Uhr. Ja, so kurz nach 10 müssten wir es haben. Ich bin jetzt gerade auf dem Weg in den Sport, voll Lust drauf. Deswegen habe ich gedacht, komm, ich mache es jetzt direkt morgens. Weil meine Mama ist ja da. Und meine Mama und meine Schwester, die schlafen hundertprozentig. Entweder schlafen die noch oder die sind erst aufgestanden, wie auch immer. Und dann kann ich später nämlich in Ruhe mit denen Zeit verbringen. Beziehungsweise ich habe auch noch so ein paar Sachen eigentlich geplant. Ich habe jetzt gerade, wir hatten heute eine nicht so gute Nacht. Die Kids sind ständig wach gewesen und wir sind alle so ein bisschen müde. Ja, mein Mann geht ja auch spätestens in der Stunde ungefähr los zur Family. Freunde, Bekannte, so halt. Genau. Und der Samu ist jetzt gerade am Schlafen und der Lia spielt jetzt gerade mit meinem Mann. Beziehungsweise räumen eigentlich gerade auf, weil die haben Chaos ohne Ende gerade gemacht. Ich war nämlich gerade die ganze Zeit im ersten Stock. Ich habe mein Zimmer aufgeräumt, ich habe die ganze Wäsche mal eingeräumt, habe mich ein bisschen fertig gemacht. Ich werde nämlich nach dem Sport dann duschen gehen, weil das hätte jetzt nichts gebracht. Deswegen nur so ein bisschen fertig gemacht. Ich will aber später auch auf jeden Fall mir mal wieder eine Gesichtsmaske machen. Habe ich ein bisschen vernachlässigt die letzten Tage, deswegen Gesichtsmaske später auf jeden Fall ein Muss. Genauso wie Haarmaske, Haare waschen und Co. Genau, also ich habe eigentlich die ganze Zeit gerade im ersten Stock rumgefummelt und jetzt bin ich mal los, werde ein bisschen meinen Bauch trainieren und meine Rückenübungen machen, genau, bisschen Ausdauer, also wirklich so nur 1,5 Stunden vielleicht und dann wieder ab nach Hause, mein Mann wird dann vielleicht schon weg sein und ja, mal sehen, was der Tag heute noch so bringt. Ich habe ein bisschen was auf meiner To-Do-Liste, meine To-Do-Liste übrigens von Freitag ist zu, ich würde sagen, 95% abgearbeitet. Richtig, richtig gut. Ich habe noch, das Einzige, was eigentlich noch draufsteht, ist die Roomtouren abzufilmen. Und das könnte ich vielleicht heute ganz gut machen, wenn die Jungs dann mal drüben bei meiner Schwester und bei meiner Mama sind, dass ich, dadurch, dass mein Mann auch gerade nicht da ist, dass ich mal aufräume, sauber ist. Es ist eigentlich auch aufgeräumt, aber nur so die letzten Handgriffe. Und dass ich dann vielleicht mal die Haustour sozusagen drehe. Das wäre eigentlich ganz nice. Wenn ich das heute hinbekommen würde, wäre das super. Weil an anderen Tagen müsste ich dann immer zu meinem Mann sagen, ja, geht dann mal in einen Stock, dass ich den einen Stockwerk filmen kann oder dass die mal rausgehen sollen oder wie auch immer. So ist es gerade echt praktisch. Deswegen versuche ich das heute hinzubekommen. Und dann könnte ich auch einen ganz großen Haken an meine To-Do-Liste dran machen. Deswegen, ja, ich probiere es auf jeden Fall mal. Und ihr Lieben, ich würde sagen, ich nehme euch einfach so gut es geht ein bisschen durch den Tag mit. Yay, diesmal habe ich auch meine Kopfhörer nicht vergessen, Gott sei Dank. Und übrigens diese Flasche, die ich ja hier beim Aldi geholt habe, die ist richtig genial, richtig, richtig gut. Jetzt laufe ich gerade mal über die Nachbarn. Habt ihr Miami gesehen? Oh Mann, ey, diese Maus. Hallo ihr Lieben, da melde ich mich mal wieder. Ich habe gerade nachgedacht, weil ich hatte die ganze Zeit Insta-Story gemacht, so viel gequatscht mit euch und irgendwie gerade gemerkt, oh, du hast ja gar nicht für YouTube gefilmt. Also
Ich melde mich mal. Wir haben mittlerweile 2.30 Uhr. Mein Mann ist mittlerweile weg. Der Lias macht gerade Mittagsschlaf. Der Samu ist mittlerweile wieder aufgewacht. Der ist aber bei meiner Mama drüben. Meine Schwester ist gerade Gassi. Die kommt gleich zurück. Dann werden wir mal bei ihr 2, 3 Bilder aufhängen. Und dann werden wir auch, wenn der Lias dann mal langsam wach wird, Mittagessen. Genau. Meine Haare sind noch nass. Ich muss die mal aufmachen. Also hier oben sind sie schon getrocknet, aber hier hinten noch komplett nass. Ich war, als ich gekommen bin, direkt duschen gewesen, habe meine Haare gewaschen, so ein bisschen Me-Time. Ich wollte noch eigentlich eine Gesichtsmaske machen, werde ich auch noch machen, aber heute Abend, wenn die Kids im Bett sind, weil ich mich jetzt an den PC rangesetzt habe, solange ich hier noch mal so ein paar Minuten Ruhe habe, dachte ich mir, ich setze mich mal schnell ran, denn ich habe eigentlich seit gestern schon ein Video fertig gehabt, und zwar der DM-Haul. Und ich habe es gestern, ich weiß nicht wie, nicht gebacken bekommen, dieses Video online zu stellen. Ja, und deswegen werde ich das jetzt schnell machen. Und ja, ansonsten, ich muss mal gucken, ob ich das heute hinbekomme mit der Haustour, wie ich schon erzählt habe. Weil jetzt bin ich halt eben schon die ganze Zeit hier drüben und habe halt am PC die ganze Zeit gearbeitet. Aber ich wollte ja auch noch mal ein bisschen Zeit mit meiner Mama drüben verbringen. Deswegen, ich muss mal gucken, wie wir es machen. I don't know. Aber ich wollte mich nur mal zwischenmelden. Ich werde jetzt hier weiterarbeiten, das Video online stellen und dann mal rübergehen. Genau. So, mittlerweile habe ich mein Video online gestellt, weil ich die ganze Zeit drüben bei meiner Mama und bei meiner Schwester und mache jetzt gerade Essen für uns. Ich hatte nämlich hier noch die Reste vom Reis und vom Gemüse und habe jetzt dazu noch einen gemischten Salat gemacht. Meine Schwester möchte ja eine Fischstäbchen haben und der Lias, meine Mama und ich werden Lachs essen. Genau, meine Schwester macht nämlich nicht so gerne Lachs. Ja, das werden wir jetzt uns zusammen schmecken lassen und dann werden die beiden nach Frankfurt fahren und ja, das war's dann eigentlich auch. Ich kann euch gleich nochmal die angerichteten Teller zeigen. Es riecht auf jeden Fall schon sehr, 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 sehr lecker. Aber sehr intensiv mit dem Lachs. Deswegen habe ich hinten auch gerade mal aufgemacht. Weil die Kinder und Mama und Schwester sind nämlich drüben. Ich muss gleich zumachen, wenn die rüberkommen. Ja, und dann werden wir mal schön zusammen Abendessen.